Grüße euch zu einer neuen Folge Farm Together. Und nachdem mir das letzte Mal was Unverzeihliches passiert ist, mache ich das heute mit Nachdruck. Mit meinem Schatz. Hallo. Ich werde es mir niemals verzeihen, dass ich dich vergessen habe. Ja, ich weiß, ich weiß. Also heute haben wir einen Plan. Definitiv. Wir sind hier nicht beim Fußballspiel, du. Was haben wir denn für einen Plan? Also, ich habe mir überlegt, dass wir, nachdem wir ja hier einige Quests auch haben, Was war das? Hier zum Beispiel brauchen wir Thunfisch, wir brauchen Kugelfisch, hier brauchen wir Moräne, Lachs, hier brauchen wir tropischen Fisch. Ich habe so komische Geräusche im Hintergrund. Dass wir einfach ein bisschen mehr Teig an. Irgendwie wird es ja nass. Oh, jetzt wird es Winter. Anlegen, um eben einige Fische reinzusetzen. Gleichzeitig haben wir überlegt, können wir auch ein bisschen Deko setzen, was du jetzt ja sicher auch tust. Da kann aber kein Fisch mehr hin, ne? Das weißt du. Ich weiß. Okay. Die Deko ist so ein bisschen hier an das Haus angepasst. Ich habe ihm freie Hand gelassen, was ich, glaube ich... Ich weiß nicht, ob das so gut war im Moment. Dein Hund säuft gleich ab. Aber man muss dir dazu sagen, du hast ja, schau mich mal an, du hast hier passend zu deiner Aufgabe heute, bevor wir es abgesprochen hatten, hattest du dich schon passend ausgerüstet? Ja, definitiv. Ich bin Taucher, aber wir haben ein ganz anderes Problemchen. Moment. Und das wäre? So, ich habe da nämlich gerade was gesehen. Da muss man das nicht machen. Ah. Okay, jetzt mach aber mal darum wieder normales Land und dann setz die Fische hin, würde ich sagen. Ich wollte die Fische eigentlich jetzt hier setzen. Also was brauchen wir denn für Fische? Ich guck mal. Wir brauchen... Aber ich würde nicht so viel normales Wasser lassen. Ich würde auch mehr Fische machen. Das aber hier können wir noch Boote reinsetzen. Was können wir reinsetzen? Süß. Guck mal. Ich bin auf meinem Boot. Ja, bleib mal sitzen. Bleib mal genau sitzen. Ich bin auf meinem Boot. Du sollst sitzen bleiben. Achso, Entschuldigung. Dankeschön. Bitte schön. Gut. Naja gut, dann mach wie du denkst. Ich gucke jetzt mal, was wir für Fische brauchen. Und zwar brauchen wir Thunfisch, Kugelfisch, Moräne, Lachs und tropischer Fisch. Okay. Kannst du dir das merken? Es ist gerade Winter. Was müssen wir denn noch anpflanzen? Lauch. Wir brauchen noch Lauch für eine Quest. Weiß ich jetzt nicht. Geht das im Winter? Wir müssen hier auf jeden Fall das noch abpflanzen, dass wir das Gemüseauto da vorne noch haben. Die Oberschienen. Ja. Erstmal Sprit holen. Ja. Ist ganz gut, dass die kleinen Tankstellen hier oben noch sind, ne? Ja. Oh, Geldbaum. Achso, hast du übrigens schon gesehen? Ich planiere jetzt hier alles ein. Nein. Macht alles platt. Ja. Das machst du allein schon mit deinem Fahrstuhl. Hallo? Ja. Ich höre dich, ne? Nur so zur Info. Ich höre. Also da kann ich noch nichts machen. Ah ja, bitte. Wir brauchen das Ding zu schleifen, weil wir müssen schleifen, sollten wir nämlich die
Burg drüben auf unserem neuen Grundstück draufsetzen, auf dem Berg. Da rechts hinter den vielen Bäumen. Da ist diese Erhöhung und da wollten wir die Burg draufsetzen. Genau. Und da brauchen wir noch einen Turnierplatz. Wir müssen auf jeden Fall wieder was pflanzen, was wir müssen. Der Turnierplatz ist alles mit dem Bäumen. Okay. Also wieder Ingwer. Ja. Danach. Ja. Nochmal Tankstelle. Genau. So, dann wollen wir doch mal ganz kurz gucken. Mhm. Wann machst du es jetzt mit deinen Fischen? Mit meinen was? Mit deinen Fischen. Jetzt gleich. Lauch haben wir jetzt genug angepflanzt. Wir haben jetzt 102 Lauch angepflanzt, wir brauchen aber nur noch 9. Oh, oh. 3 und... Oh, okay, okay. Ja, Kugelfische brauchen wir noch ein paar. Also dein Ryokan ist ausbaufähig, kostet aber 250 Diamanten. Dann hättest du ja, noch 79 übrig. Brauchst du für irgendwas jetzt sofort Diamanten? Eigentlich, für ein bisschen Deko oder Weg oder sowas, ja, aber jetzt so spontan. Okay, magst du kurz herkommen, dann machen wir das. Oder soll ich es geschwind machen? Mach du geschwind, ich guck's mir gleich an, weil da ist ja eh nicht viel, da wird ja so ein bisschen Baudings drum sein. Ja, stimmt, da passiert jetzt nicht so rasend viel. Sieht irgendwie aus wie vorher, okay. Gut, jetzt haben wir noch 69. So, okay. Also, soll ich dir nochmal sagen, wir brauchen Thunfisch, Kugelfisch. Muräne und Lachs und tropischer Fisch. Schön sieht's aus. Ja. Oh nee, das war falsch. Den wollte ich hier gar nicht hinsetzen. Moment, Mist. Umsetzen. Oh nein, kann ich nur nicht umsetzen. Gleich ist umsetzen. Achso, ich kann. Oh, kannst du? Ich hab ihn dabei. Ich kann. Ja, aber ich muss die Dings. Erst Moment. Ich muss doch da vorne hin. Ja. Ich muss doch die Wasserflecken entfernen. Hier, wo ich bin, willst du denn hin? Ja. Nö. Wieso machst du Feld? Ich weiß nicht. Ich muss doch die Wasserflecken entfernen, weil man ja Fische nicht ins Wasser setzen kann, sondern für die Fische selber. Also, ich habe jetzt. Okay, wie viel. Was brauchen wir noch außer Kugelfisch und Thunfisch? Also, Thunfisch, Kugelfisch, Muräne und Lachs. Muräne, Lachs und tropischer Fisch brauchst du jetzt noch. Okay. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn eigentlich alles an Fischen? Tropischer Fisch. Das heißt, ich habe jetzt. Muräne und Lachs. Machen wir. So. Wir haben sogar Venusmuscheln. Oh. Also Muräne, Lachs und tropischer Fisch brauchst du. So. Wenn man die jetzt. Ging das? Geht das? Ja. Cool. Lalalala. Gut, ich gehe mal kurz gucken, was ich noch abernten kann. Ja. Wir können mal kurz ernten. Aha. Jetzt müssen wir nur irgendwo gucken. Genau. Wir haben auf alle Fälle noch Diamanten. Das ist im Moment fast wichtiger als Geld. Ja. Mal ganz kurz was gucken, das würde mich jetzt mal ganz kurz interessieren. Wo haben wir denn hier? Da.
Und wenn wir da jetzt... Ich finde Mol in Regel auch immer so schön, wenn die am Feldrand wachsen. Wenn man so ein schönes Weizenfeld, da der Mol noch wächst, das finde ich so schön. Das sieht doch wunderschön aus. Hier kann ich auch die Fische angeln. Kugelfisch habe ich geangelt. Okay. Ich habe einen Weg gemacht. Hm? Rein mit dem Apfel über die. So, Moment, dann sind wir mal eben das hier. Nur mal ganz kurz. Interessant, dir zuzuhören, wenn du was machst und dich konzentrierst. Hehe. Findest du? Ui, ist aber bunt. Schön. Sieht schön aus. Weg. Oh. Ach, das ist ja hübsch. Schön. Fifi, nicht baden. Kommst du her? Immer dieses Baden. Ja, der frisst die Fische auf. Der nee, knabbert die Fische an. Böser Fifi. Böser Fifi. Das ist die Moräne ihn anknabbert. Gut. Böser Fifi. Au, au, die Moräne hat mich gebissen. Siehst du? Böser Fifi. Au. Wo ist denn mein... Das? Okay. Ja, auch nicht schlecht. Genau, dann können wir nämlich hier die Questen mal zu Ende machen, dass wir die Schleifchen oben sammeln, weil diese Kärtchen, ich weiß nicht immer noch nicht, wie ich dazu sagen soll, die bekommt man im Haus, wenn man kocht oder Klavier spielt, solche Dinge macht, dann bekommt man die. Da haben wir ja schon 70. Aber die schleifen eben nur mit der Quest. Ja. Ja. Okay, Moment, können wir die denn jetzt mal... Wo machen wir auch noch? Machen wir auch noch. Wo machen wir die? Naja, irgendwer hat mir ja hier die Hälfte von meinem tollen Zaunplan hier entfernt. Was? Was? Wer hat dir was entfernt? Unser Zaun. Ingwer geht im Moment nicht. Was haben wir sonst? Haben wir auch nichts mit Diamanten? Nein. Dann müssen wir warten, ich muss noch was für Diamanten setzen. Erstmal brauchen wir Sprit, sonst geht hier nichts mehr. Ohne Sprit geht gar nichts. Nee. Oh ja, das sieht gut aus. Dann kann man dann hier den Pfad durch. Dann kommt man hier raus. Oh. Finden wir hier ja eigentlich noch. Oh, da sieht man was. Okay. Ich meine, das sind echt auch so schnell. Ging mal kurz die Tiere rein, Trecker auspacken. Das wäre cool, oder? Das wäre cool, wenn das echt auch so geht. So. Ja, mir fehlen jetzt Diamanten. Ja, das ist das Problem. Ich habe gerade schon geschaut, im Moment warten wir Frühling. Wir müssen immer wieder was mit Diamanten setzen. Im Moment geht's nicht. Was ja jetzt die nächste Jahreszeit wieder wäre. Aber du könntest die Bauchdinger abgrasen. Da sind einige, da kriegst du dann ein paar Diamanten. Ja, ich ernte gerade die Apfelbäume. Und jetzt fahre ich mit meiner Walze, die alles platt walzt, mit einer schönen Sonnenblume als Alibi dran los. Die Weberei ist auch wieder 20, schau. So. Dann haben wir hier eigentlich. Indy, warum sitzt du so weit weg? Warum steht hier ein Schild? Warum steht hier... Hä?
Warum steht hier ein Clownfischschild? Weil da Fische sind. Aber was? Da steht Clownfisch. Ja, du kannst immer nur einen Fisch drauf machen. Geh halt mal drauf, kannst du ja aussuchen. Ach so. Was du drauf... Ich fische allgemein. Du kannst jeden Fisch da draufsetzen als Symbol. Ah, verstehe. Hab ich halt den genommen. Das ist lustig. Komm schon, erzähl uns einen Witz, du bist ein Clownfisch. Sag mal, waren diese komischen Bäume vorher schon da? Ja. Das sind Johannesbrotbäume. Aber der Weg hier ist ja auch hübsch mit den Blumen. Ausgesprochen hübsch. Und hier kommt jedenfalls die Burg hoch. Also wir hoffen ja, dass der Platz hier reicht. Jetzt kommt die Burg und dann kommt da unten noch ein Turnierplatz hin mit Pferden. Das wird richtig cool. Das wird lustig. Aber ich würde sagen, dass wir hier hinten die Mauer fortziehen, dass der Bereich so ein bisschen abgegrenzt ist. Okay. Deine Mauer vielleicht sogar, oder? Warte mal, was kostet denn eine Steinmauer? 14. Naja, gut, ist jetzt ein bisschen teuer. Wir haben nur 78, dass wir hier die Steinmauer weiterziehen. Dass der Bereich so ein bisschen für sich ist, würde ich sagen. Ja. Ja, wollten wir ja sowieso, weil wir wollten ja die Burg quasi thematisch auch anders thematisieren, ne? Das hast du jetzt sehr professionell gesagt. Dankeschön. Ich bin eins Profi. Ja. So. Ja? Ins Gästebuch hat sonst keiner, so zwei, drei und sonst keiner reingeschrieben. Ah, diese faulen Ärsche. Aber echt wahr. Ihr solltet euch alle schämen. Aber die können ja eh nur rauf, wenn wir... Obwohl, du bist so oft da drauf. Also eigentlich? Eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob du nur rauf kannst, wenn derjenige drauf ist. Das weiß ich gar nicht sicher. Doch, du kannst nur rauf, wenn derjenige drauf ist. Weil sonst die Farm nicht angezeigt wird. Okay. Lalala. Ich mache... So, ich finde gar nichts mehr zum Abernten. Du, ich glaube, wir sind fast durch. Was? Wo sind mit die Diamanten hin? Die Diamanten? Da waren doch gerade noch mehr Diamanten. Nein. Habe ich mich verguckt? Ja. Ach so. Habe ich die 8 und die 9 vor der 3, habe ich das vorhin falsch gesehen? Ja, ja. Sollte ich vielleicht bei meinem Bildschirm putzen? Ja, da war ein Krümelfleck drauf. Eier. Könnte sein, dass das in meinen Weg gegangen ist. Du breitest dich hier aber ganz schön aus mit deiner Deko, schon mal aufgefallen. Was findest hast, du? Was hast du jetzt gemacht? Wo bist denn du? Ich gieß gerade den Lauch. Wofür hast du jetzt Diamanten gebraucht? Für den Weg um den Fischteich. Du brauchst denn nicht diesen Krieg mit. Stopp, hier, komm. Oh, Papayas! Oh, Papayas! Da, bei dem Schiff habe ich den Weg weitergemacht. Ach, da hinten? Ja. Was braucht denn der Weg an Diamanten? Den. Boah, okay. Ja, aber da könntest du auch überlegen, ob du da hinten doch irgendwie das Ganze noch ein bisschen eingrenzt oder was hinsetzt. Weil guck mal, da gibt es ja an Deko. Können wir uns im Moment nichts leisten? Ja. Lagerfeuer oder was auch hübsch aussehen würde, wäre die schwimmende Kerze. Wenn du doch noch irgendwo einen See rein, ein Stück See mit schwimmender Kerze reinsetzt. Oder einen Picknicktisch kannst du hinsetzen. Was wir unbedingt auch brauchen, ist ein Briefkasten. Der Springbrunnen, der würde auch hübsch aussehen. Ja. Der würde auch gut bei dir hinpassen. Oder eine Bank. Oder die Säulen. Also du kannst bei dir echt nur einiges an Deko. Ja, deswegen. Ich muss ja immer erstmal grundlegende Formen anfangen. Also See, Weg und dann weiter. Ja, ich sehe schon, das wird ausladen. Ich brauche unbedingt noch ein Grundstück. Vielleicht für dich selbst, ja. Möchtest du etwa auch dich erweitern? Ja, ich muss mir hier irgendwie auch noch einen Bereich schaffen, wo ich was machen kann. Unbedingt. Gut, jetzt wollten wir eigentlich noch was für die Diamanten pflanzen.
ich glaube, jetzt können wir mal anfangen. Doch, guck mal, wir könnten noch ganz schön für den Weizen abernten. Ich wollte gerade sagen, bis auf eine Weizenpflanze dürfen wir das alles abernten können. Dann geh du mal Fliegen. Hier, ich muss gerade den Johannisbrotbaum abernten. Moment. Und die Äpfel sind auch schon wieder reif. Ein Dilemma. Die Ziegen haben mich angeschrien. Esel sind laut, finde ich. Nein, 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 nein. Entschuldigung. Wenn du neben dem stehst, ist ganz schön heavy. Oh nein. Dich hast du jetzt nicht gesehen, oder? Ich weiß was. So, fahr mal Level ab, das hast du aber nicht gesehen, oder? Weil das bedeutet wieder so viele neue Sachen. Ui, da schaue ich doch. Also wir haben jetzt, glaube ich, alles bis auf eine Weizenpflanze abgeerntet, weil die, glaube ich, noch nicht so weit ist. Ja, irgendwie muss ich die nochmal gießen. Also, oh, es gibt neue Tiere. Ja. Schwarzweiße Kuh. Eine was? Oh, das ist aber gut, weil wir haben noch Platz bei den Kühen. Bei irgendwelchen Kühen haben wir hier noch zwei Platz. Siehst du, da können wir die noch hinsetzen. Okay. Ja, das sind ganz normale. Also nicht so gefleckt wie die anderen, sondern so ein bisschen gestreift. Gut, dann haben wir neue Fische und zwar... Oh, den Schwertfisch. Oh, ja, der muss garantiert nicht zu den normalen Fischen. Das weiß ich nicht. Dann haben wir Blumen. Okay, das kriegst du jetzt mit diesen Schleifchen einen Senf. Okay. Gebäude. Oh, eine rote Scheune, die ist hübsch. Okay. Ja, wir müssen dringend auch mal diese Questen weitermachen, dass wir dann mit ja, das, deswegen sagte ich, ja, brauchen wir Fische, dass wir da einfach vorankommen, sonst brauchen wir ewig. Gut, bei den Geschenken haben wir Hotdog-Stand. Okay. Oh, was brauchen wir dafür? Was müssen wir da reinpacken? 100 Diamanten braucht es dafür. Okay. Und bei den Zäunen haben wir achso, Geländer, so Metallgeländer für so einen Sportplatz sieht das aus. Okay. Was ich auch lustig finde, sind die Spielplatzzäune, diese bunten. Die finde ich auch ganz toll. Ja, die sind auch cool. Genau, und dann was es an Klamottentieren etc. gibt, das müssen wir nachher schauen. Da gibt es sicherlich auch was Neues. Gut, was pflanzt denn du jetzt? Ingwer. Oh super, das ist gut. Dann haben wir das nächste Mal Diamanten, dann können wir da weitermachen. Das war der Plan. Du denkst so mit, du bist mein Hirn. Ja, ich bin's. Eins Helfer. Ja. Das stimmt. Jetzt ernt ihn noch schön den Fütter und dann haben wir es, glaube ich, auch. Ja, ich bin auch gerade Birnen ernten. Jetzt muss ich gerne noch Äpfel ernten. Die süßen Häschen. Was wir noch hinsetzen müssen an Tieren, ist dieser rote Drutan. Den haben wir noch nicht. Ja, wir haben jetzt wieder so viel, was wir neu setzen müssen, ne? Die Fische. Ne, Tiere, die Kühe habe ich gesetzt. Also du müsstest nur den roten Drutan unterbringen. Diese schrecklich lauten Viecher. Aber wir haben ja bald Ostern, ne? Ja, aber Drutan ist doch zu Thanksgiving. Das ist mir doch egal. Ja, müssen wir Häsle anpflanzen. Ne, Häsle essen wir nicht. Das kann da ich nicht. Machen. Da das machen wir falsches Häsle. Da machen wir falsches Häsle. Ja, aber das isst du nicht. Warum? Du weißt warum. Ja, da war mal was, ja. Ja. Brauche ich ein Kerntemperaturmesser? Hä? Müssen wir uns ein Kerntemperaturmesser zulegen, dann esse ich es wieder. Ich glaube, ich weiß nicht so, was ich mir dann glaube auch nicht mehr. Rein die Erfahrung sitzt drin. Gut, hier ist eigentlich schon alles. Hier ist ein Baum noch. Ja, lalalala. 168. Oh komm, dann setze ich noch ganz schön die Mauer. Welche ist das denn? Bei dem wieder irgendwas einfällt hier. Oh, 154. Oh. Das sind nur Diamanten. Ich will die Mauer machen. Lass mich meine Mauer setzen, bevor du es wieder ausgibst. So, dann haben wir das hier ein bisschen perfekt. Ja, das sieht gut aus, oder? Oh ja, aber wieso denn diese Steinmauer? Ja, wieso nicht? Okay, ja, doch, also passt. Welche hättest du genommen? Esel! Schnabel!
Die schreien immer so. Welche hättest du genommen? Achso, ich dachte, du wolltest die Steinmauer weitersetzen. Deine? Nee, das ist doch dein Thema. Junge Frau? Ja? Nee, nicht dahin. Du nicht? Nein, schau mal, wir haben doch hier noch Platz. Da habe ich extra noch was frei hier. Da, guck. Genau. Musst du den Zaun drumherum? Zaun machen. Weil Zaun ist immer deine Aufgabe. Ich bin immer der das hinsetzt. So, guck. Ey, bist du da rein? Bei mir sind sie alle drin. Psst. Anbleiben. Machen. Was du noch gucken könntest, hast du noch Platz für diesen neuen Fisch? Für den Schwertfisch? Ja. Ja, aber der Fleischfresser, den kann ich hier nicht bei meinen Pflanzen fressen. Ja, aber ich finde, sowas ist bei dir thematisch nicht schlecht. Ich habe nämlich hinten nochmal einen. Vielleicht mach doch noch einen kleinen Teich nur mit dem. Ja, ja. Warte mal, dann hole ich... Mensch, wir werden heute nicht fertig. Dann hole ich dir mal den anderen noch, weil der ist da hinten auch noch so einsam. Nee, da gibt's noch Diamanten. Was? Diamanten? Wo? Ja. Wo? Hab ich gerade. Dann nehme ich dir nämlich den hier noch mit. Da habe ich nämlich diesen Hammerhai, habe ich hier noch. Der ist voller Hammer. Und den kannst du da auch noch hinsetzen. Ja, 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 ja. Muss ich mir mal sagen, wo? Das sieht richtig schön aus bei dir mit dem vielen Wasser. Hammerhai und Schwertfische können nicht zusammen, anscheinend. Ja, aber das sieht doch so gut aus, lass es doch so. Jetzt brauche ich noch Kerzen. Was hattest du denn da hinten noch für Fische? Da waren noch Fische. Achso, das waren normale. Was bedeutet normale? Naja, so welche, wo du hier reinsetzt. Soll ich die auch holen? Ja. Na gut. Wie heißen die? Moment, ich bin noch gar nicht da. Das ist ein Anglerfisch und Piranha. Ich bring dir mal den. Nee, wieso geht das nicht? Doch, den Anglerfisch habe ich jetzt, glaube ich, dabei. Okay. Für die Piranhas machen wir ein extra Becken. Wo soll ich den jetzt hinsetzen? Ich habe hier noch einen Platz. Bei dir? Ja, genau auf dem, wo ich hier stehe. Genau hier hin. Das sind die Piranhas. Oh. Hund, geh schnell raus. Raus, Hund. Nein. Schnell. Nein. Fifi, raus da. Komm. Raus da. Da soll der Anglerfisch hin. Die Piranhas hätte ich gerne in einem Extrabecken, weil die sind böse. Ja, dann machst du weg und ich hol dir den Anglerfisch. Ja. Oh, was ist das denn hier? Ach, hier kann man doch. Ja, hier machen wir die hin. Die rennt so süß. Guck mal, hier machen wir die Piranhas. War da unten jetzt nochmal Piranha? Nee, ich habe jetzt diesen Fisch mit dem Licht vorne, habe ich. Mhm. Ich glaube, die leuchten auch im Dunkeln, ne? Ja, die müssten ein bisschen Licht geben, ja. Okay. Gut, wo soll der jetzt hin? An die Stelle, wo du den Piranha gerade gesetzt hast. Ist ja. Hier. Ja. Weil die Piranhas sind umgezogen. Ah ja. Hast du jetzt hier die Fischzucht für dich? Ja, mir fehlt nur noch etwas. Da weiß ich nur noch nicht wo. Ich würde die Palmen umsetzen. Ja, das stimmt. Wobei die müssen auf Sand, wie du siehst. Da muss ja, ich erst Sand nimmst machen. Ja mit. Achso, Moment. Egal. Ich könnte. Den Sandboden nimmst du nicht mit. Oh Gott. Den nimmst du doch mit. Ja, nimmst du mit, das ist die Palme. Eine Palme passt da noch hin. Bring ich. Und für die anderen beiden hätte ich auch schon eine Verwendung. So, dann ist das hier oben so ein bisschen zusammen. Wo willst du die hin haben? So. Ne, lass die mal da stehen, bitte. Weil dann können wir nämlich hier noch... Ah ne, Moment, wir können die hier nochmal verschieben. Moment. Machen das so.
Genau. Dann haben wir hier nämlich noch Platz für das hier. Oh, Muscheln. So. Da kannst du hier oben, aber ich würde nicht mehr machen. Mach doch ein bisschen Deko hinter noch mit Sitzbänken oder so. Das sieht dann hübsch aus. Oder Palmen. Kokosnüsse. Nee, nicht mehr Palmen, aber Sitzbänke fände ich nicht schön. Gut, aber ich würde sagen, bevor uns mehr einfällt, brauchen wir bald wahrscheinlich wieder ein neues Grundstück. Vielleicht. Sind wir fertig für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt auf jeden Fall rein, wenn ihr noch Anregungen habt, Ideen habt. Vielleicht, wenn ihr uns mal besuchen wollt, wenn wir da sind. Lasst mir einen Daumen hoch da oder runter, je nachdem. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.